Lua und die Zaubermurmel. Lua sah auf die Murmel, die blass und unscheinbar in ihrer Hand lag und überhaupt nicht mehr aussah wie eine Zauberkugel. War sie vielleicht doch nur eine gewöhnliche Kugel? Spiel mit mir, hörte sie plötzlich wieder die Stimme sagen, die jetzt noch näher schien. Lua sah sich um. Doch weit und breit war niemand zu sehen. Sie legte die Murmel auf die Straße und gab ihr einen Schubs. Die Murmel rollte los. Sie rollte und rollte, über Grasnarben und Kieslöcher, über Stock und Stein, als gäbe es keine Hindernisse. Immer weiter entfernte sich Lua von der Stadt. Sie dachte an ihren Papa und an den Baum, der lacht, und sie vergaß, dass ihre Beine müde waren und sie vor Kälte zitterte. Endlich sah sie das kleine Waldstück vor sich. Sie steckte die Murmel in die Tasche ihres Kleides und ging mit klopfendem Herzen weiter. Jetzt war es nicht mehr weit bis zur Lichtung. Die Bäume wuchsen hoch in den Himmel. Sie sahen grau und fremd aus. Es roch nach Erde und Wurzeln. Als Lua über einen abgeknickten Ast lief, knackte es unter ihren Füßen. Erschrocken sah sie sich um. Der Busch schien sich zu bewegen. Das Rascheln seiner Blätter klang wie ein aufgeregtes Flüstern. Luas Herz pochte laut. Sie fing an zu rennen. Ein Zweig schlug ihr ins Gesicht und sie wäre fast gestolpert. Gerade als sie umdrehen und nach Hause rennen wollte, bemerkte sie, dass ein Baum vor ihr bläulich schimmerte. Lua stutzte. Gab es Bäume mit blauen Blättern? Aus der Ferne ertönte leise Musik. Langsam ging sie weiter. Mitten auf der Lichtung stand ein großes, hell erleuchtetes Zirkuszelt.